Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir und dem Blick in die Zukunft. Ich möchte euch heute die spannenden Neuerscheinungen für den Mai 2020 vorstellen und ihr findet alle Bücher dazu unten in der Infobox. Also wenn euch da was interessiert, schaut da gerne mal vorbei. Es sind tatsächlich 7 Bücher, die ich spannend finde. Wobei ein Buch ist, glaube ich, eine Fortsetzung oder 2 Bücher, glaube ich, sind Fortsetzungen. Das heißt, da sollte man am besten natürlich schon den ersten Teil auch kennen. Aber ja, es war irgendwie verrückt. Also die Mai-Liste war tatsächlich ursprünglich sogar mal noch ein bisschen länger. Und dann gehe ich immer so ein bisschen und schaue, was spricht mich tatsächlich noch an, woran erinnere ich mich. Ja, manchmal sind ja Bücher dann schon ein halbes Jahr oder ähnliche Zeit auf der Liste. Manche kommen dann auch wieder dazu. Aber so 7 Bücher... Ha, das wird ein teurer Monat. Ja, ich habe leider keinen Urlaub im Mai, ja, nur den ersten sozusagen, aber ja, machen wir das Beste draus. Und ich denke, bei 7 Büchern starten wir jetzt auch einfach mit der Vorstellung. Ja, das erste Buch, was am 4. Mai erscheinen wird, ist Die Frequenz des Todes, der zweite Teil der Auris-Reihe von Vincent Cliche. In ja, irgendwie Zusammenarbeit bzw. Ideengabe von Sebastian Fitzek. Es ist der zweite Julia und Hege-Thriller. Der im ersten Teil hat man ja so ein bisschen was über beide erfahren. Wir haben hier ja eine Podcasterin, die im Grunde Morde auflöst oder ja im Grunde Schuldsprüche ja nicht so ganz hinnimmt und da recherchiert. Und hier erscheint dann ja der zweite Thriller, der wohl doch irgendwie unabhängig zu lesen sein wird oder zu hören. Es wird ja bei Auris auch immer empfohlen, im Grunde die Bücher zu hören, weil das einfach so ein bisschen authentischer wohl wäre. Und ja, daher der Klappentext. Hilfe, mein Baby ist weg. Hier ist nur Blut. Nach kurzen Kampfgeräuschen bricht der panische Notruf einer Mutter bei der Nummer 112 plötzlich ab. Wenn jemand aus diesem Tonfragment Rückschlüsse auf den Aufenthaltsort der Frau ziehen kann, dann der forensische Phonetiker Matthias Hegel, den einige nach wie vor für einen Mörder halten. True Crime Podcasterin Jula Ansorge ist es zwar gelungen, Hegel vom Mordverdacht an seiner Frau zu entlasten, doch dabei ist sie der dunklen Seite des genialen Profilers deutlich zu nahe gekommen. Als Hegel nun im Fall des entführten Babys erneut auf ihre Recherchefähigkeiten zurückgreifen will, weigert Jule sich zunächst. Doch kann sie das Baby und seine Mutter wirklich ihrem Schicksal überlassen? Und was ist mit den Informationen zu ihrem totgeglaubten Bruder Moritz, die Hegel ihr angeblich beschaffen will? Auch im zweiten Teil der Thriller-Reihe ziehen die Bestseller-Autoren Vincent Cliche und Sebastian Fitzek wieder alle Register. Nichts ist, wie es auf den ersten Blick scheint, und niemand bleibt so unschuldig, wie er es gern wäre. Rasante Spannung für die Fans. Und ja, es hört sich für mich wieder super spannend an. Ich fand ja beim ersten Teil gerade das Besondere, dass man den Einfluss von Cliche definitiv gespürt hat. Es war an mancher Stelle vielleicht zu schnell erzählt, aber das hat man ja doch sehr häufig bei Thrillern oder auch Krimis. Ja, daher bin ich natürlich besonders gespannt, was hier der zweite Teil uns bescheren wird. Dann erscheint am 18. Mai das neue Buch von Maike Werkmeister, Über dem Meer tanzt das Licht. Und letztes Jahr habe ich von der Autorin Sterne sieht man nur im Dunkeln gehört. Und ich glaube tatsächlich auch, dass diese Geschichte eher wieder so ein Wohlfühlroman ist, den ich hören werde an irgendeinem heißen Wochenende, vielleicht im Juni oder Juli. Und ja, darauf würde ich mich auf jeden Fall freuen, denn auch der Klappentext klingt richtig, richtig schön. Maria hat die halbe Welt bereist, nie ein Abenteuer ausgelassen. Dass sie schließlich auf der kleinen Insel Norderney landet, wäre ihr im Traum nicht eingefallen. Doch da ist sie nun und sie ist glücklich. Maria liebt ihr kleines Strandcafé, noch mehr liebt sie ihre Familie. Die Töchter Morlin und Hannah und Simon, Hannas Vater. Ihr Leben ist randvoll, für Probleme bleibt da kein Zeit, bis Simon aus dem gemeinsamen Alltag ausbricht und mit Hannah verreist. Plötzlich hat Maria wieder Zeit und mit der Zeit kommen die Fragen. Steckt in ihr noch die alte Abenteurerin? Ist sie eine andere geworden? Und wenn ja, wo gehört sie wirklich hin? Auch hier scheint es wieder so, dass wir eine Frau haben, die so ein bisschen sich und ihr Leben in Frage stellt, Gedanken dazu hat, Gedanken zu sich selbst macht, vielleicht auch so ein bisschen wieder auf dem Lebensweg, wir sie begleiten dürfen. Und mir hat das ja im ersten Teil sehr gut gefallen, dass der Klappentext vielleicht gar nicht ganz so
spannend klang. Aber in der Geschichte, gerade dieser Freundschaftsaspekt, der hat mir letztes Jahr in dieser Geschichte unglaublich gut gefallen. Und dass es mal was ganz anderes war und man das auch gar nicht erwartet hatte. Und deswegen freue ich mich auf Über dem Meer tanzt das Licht. Auch freue ich mich auf Das kleine Hotel auf Island von Julie Kaplan. Das ist der vierte Teil der Romantic Escapes Reihe. Erscheint ebenfalls, glaube ich, am 19. Mai. Und ja, die Romantic Escapes Reihe und ich, wir sind uns nicht immer grün. Der erste Teil war ja in Kopenhagen, den fand ich großartig. Der zweite Teil spielte in Brooklyn, der war gut. Der dritte Teil in Paris war leider nicht so meins. Dennoch hatte ich damals schon gesehen, dass es im englischen Original noch einen vierten Band auf Island gab und ich glaube einen fünften, der in Kroatien spielt. Und ich habe hier überall Katzenhaare, das macht mich alles ein bisschen nervös. So viel dazu. Besonders auch die Geschichte auf Island hat mich schon im englischsprachigen Klappentext angesprochen. Und ich glaube, dass das auch einfach eine Geschichte ist, die ich wieder hören werde. Ich werde Julie Kaplan auf jeden Fall noch eine Chance geben, weil im Grunde steht es so ein bisschen unentschieden. Ein Top, ein Flop und ein Okay. Theoretisch sind noch zwei gut, eins nicht so. Aber ja. Ja, mit Island muss sie mich dann jetzt doch mal packen. Ja, Lucys Leben gleicht einer Sackgasse. Kein Job, keine Wohnung und ein verlogener Ex. Deshalb ergreift sie ohne zu zögern die Chance für eine befristete Stelle als Hotelmanagerin nach Island zu ziehen. Doch das idyllische Hygge-Hotel birgt unerwartete Probleme. Schafe im Whirlpool, technische Schwierigkeiten und vermeintliche Fabelwesen, die ihr Unwesen treiben. Und dann ist da auch noch Alex, der schottische Barmann mit den dunklen Augen, der Lucys Herz schneller schlagen lässt. Doch ist Alex, wer er zu sein vorgibt. Das klingt nach wieder einer wunderbaren Geschichte, natürlich einer Liebesgeschichte und diesem Wohlfühlfaktor. Und wir sind auf Island und wir haben ein Hotel und wir haben einen gut aussehenden Barmann. Ich glaube, gefühlt mehr braucht man eigentlich gar nicht. Und ich hoffe einfach, dass mich das vierte Buch wieder mal genauso begeistern kann wie das erste, dass mich das mitnimmt, dass mich wohlig, vielleicht einfach so eine Lesezeit umhüllt. Und ich hoffe, dass es das als Hörbuch geben wird und freue mich dann auf jeden Fall auch aufs Hören. Dann erscheint ebenfalls am 19. Mai, das ist ja faszinierend gefühlt, alle Bücher am 19. Mai, ist das ein besonderes Datum? Habe ich was verpasst? Eine neue Reihe von Kelly Moran und zwar Wildflower Summer in deinen Armen. Das ist der Auftakt einer zweibändigen Reihe, die auch vom Cover wirklich richtig, richtig schön aussieht. Und Kelly Moran ist ja die Autorin der Redwood Love, Redwood Dreams Reihe, die ich ja sehr, sehr geliebt habe. Und deswegen freue ich mich jetzt auch auf die neue Reihe der Autorin und fand auch einfach die Cover wieder so richtig, richtig schön. Ein Himmel, der unendlich erscheint. Berge, deren schneebedeckte Spitzen in der Sonne glitzern, Wildblumen, die sich im Wind wiegen. Dieser Anblick erwartet Nate Rowland, als er die Wildflower Ranch erreicht. Im selben Moment wird ihm klar, dass er nicht hierher gehört. Mit seinem Motorrad und seinen Tattoos sticht er an diesem schönen, friedlichen Ort hervor wie ein hässlicher Ölfleck. Nur scheint das Olivia nicht zu stören. Ihretwegen ist Nate hier. Er hat ihrem sterbenden Bruder geschworen, auf sie aufzupassen. Und diese Aufgabe wird er erfüllen, egal was es ihn kostet. Er hätte nur nicht gedacht, dass der Preis sein Herz ist. Und was mir direkt beim Lesen des Klappentextes beim ersten Mal aufgefallen ist, ist, dass ich hier das Gefühl habe, dass wir eine wunderbare Perspektive wieder aus dem männlichen Part bekommen. So war es ja auch in der Redwood Dreams Reihe. Auch da haben wir ja im Grunde die 5 Herzbuben gehabt. Und ich finde das schön. Ich mag das unglaublich gerne. Es ist einfach mal trotzdem etwas anderes. Es sticht aus der Masse so ein bisschen hervor und ich freue mich darauf. Und diese Vorstellung, dass er seinen besten Freunden Versprechen macht, auf die Schwester aufpassen will, dort ankommt, sich nicht wohlfühlt und dann vielleicht auch noch sein Herz verliert, das klingt doch schön. Ja. Auch am 19. Mai, da sind wir jetzt schon theoretisch ja beim dritten Buch, erscheint ein Buch, was soll ich sagen? Es ist von Susan Collins und muss ich mehr sagen? Ja, es ist die Tribute von Panem X, das Lied von Vogel und Schlange. Und nein, es ist keine Fortsetzung von die Tribute von Panem, sondern es ist im Grunde ein
Prequel spielt, also vor der eigentlichen Geschichte. Und ich möchte tatsächlich eigentlich noch Panem vorher rereaden. Weiß aber gar nicht, ob ich das tatsächlich so im April, Mai irgendwie hinbekomme. Ich möchte es versuchen. Vielleicht schaue ich auch mal nach den Hörbüchern. Das unterstützt einen ja vielleicht ein bisschen besser. Aber man könnte zumindest noch mal die Filme schauen, ne? Aber gut. Ehrgeiz treibt ihn an. Rivalität beflügelt ihn. Aber Macht hat ihren Preis. Es ist der Morgen der Ernte der 10. Hungerspiele. Im Kapitol macht sich der 18-jährige Coriolanus Snow bereit, als Mentor bei den Hungerspielen zu Ruhm und Ehre zu gelangen. Die einst mächtige Familie Snow durchlebt schwere Zeiten und ihr Schicksal hängt davon ab, ob es ihm gelingt, seine Konkurrenten zu übertrumpfen und auszustechen und Mentor des siegreichen Tributs zu werden. Die Chancen stehen jedoch schlecht. Er hat die demütigende Aufgabe bekommen, ausgerechnet dem weiblichen Tribut aus dem heruntergekommenen Distrikt 12 als Mentor zur Seite zu stehen. Tiefer kann man nicht fallen. Von da an ist ihr Schicksal untrennbar miteinander verbunden. Jede Entscheidung, die er trifft, könnte über Erfolg oder Misserfolg, über Triumph oder Niederlage bestimmen. Innerhalb der Arena ist es ein Kampf und Leben um Tod. Außerhalb der Arena kämpft er gegen die aufkeimenden Gefühle für sein im Untergang geweihtes Tribut. Er muss sich entscheiden. Folgt er den Regeln oder dem Wunsch zu überleben? Um jeden Preis. Ja, wir kennen natürlich Snow in der Panem-Reihe als Präsident Snow und erfahren hier im Grunde seine, ja, Jugendgeschichte, beziehungsweise eben die als junger Mann und wie er wohl auch zu dieser Macht gekommen ist. Super spannend ist es, dass er als Mentor in einen Distrikt geschickt wird, der eigentlich nicht sein Distrikt ist. Wir kennen es ja aus den Panem-Büchern, dass in der Regel ja die Mentoren aus den eigenen Reihen, aus den eigenen Distrikten kommen. Und wer sich jetzt noch an die Panem-Reihe erinnert, der weiß ja zum Beispiel, dass Katniss eben auch aus Distrikt 12 gekommen ist. Und wer weiß, was wir da in den Untiefen sozusagen erfahren werden. Ich bin mega gespannt, ich bin sehr neugierig. Ich habe mich nicht unbedingt immer gefragt, wie Snow früher wohl einmal war. Aber jetzt, wo diese Geschichte so da ist und darauf gewartet, dann auch gelesen zu werden, glaube ich, dass sie gar nichts oder gar keinen anderen Charakter unbedingt hätte nehmen können, was nicht zu nah gewesen wäre an den Geschichten und uns diesen Mann vielleicht tatsächlich ein bisschen näher bringt. Ein bisschen überrascht war ich über den Preis von 26 Euro. Also da muss ich echt sagen, das ist schon ganz schön heavy. Es ist für mich trotzdem ein Jugendbuch, es sollen Jugendliche lesen und da finde ich den Preis tatsächlich schon ganz schön happig. Ja, alles wird teurer. Ja, jeder möchte davon leben. Aber ich habe da einfach schon meine Probleme, gerade einfach im Bereich des Jugendbuches, weil ich so denke, am Ende wundert man sich wieder, dass das Buch nicht genug Vorbestellungen hat, dass das Buch keine guten Verkaufszahlen hat und keiner denkt mal drüber nach, ob es vielleicht am Preis hing. Ha, das macht es halt irgendwie nicht einfacher. Dann habe ich einen zweiten Teil, und zwar Sophias Träume, der zweite Teil der Die Farben der Schönheit-Reihe von Corinna Bohmann. Noch habe ich den ersten Teil der Reihe nicht gehört, habe es mir jetzt aber ganz schnell und eilig vorgenommen, denn schon am wieder den 19. Mai erscheint der zweite Teil und wir werden ja im ersten Teil Sophia kennenlernen, die wohl ungewollt schwanger wird, verstoßen wird von ihrer Familie und dann, ich glaube, mit einer Freundin nach Paris geht und dort eben ja mit Kosmetik zu tun hat. Ich weiß gar nicht, ob es Yves Saint Laurent war. Nein, es war, glaube ich, Helena Rubinstein. Und die Geschichte ist eine Trilogie und der dritte Teil erscheint dann tatsächlich auch schon im November. Ja, es sind dann immer so 3-4 Monate dazwischen. In dem Fall ja fast ein halbes Jahr, tatsächlich ein bisschen lang, aber ja. Ich freue mich auf den ersten Teil, den ich noch auf dem Hörbuch-Sub habe. Vielleicht tatsächlich, wenn das Video online geht, habe ich es vielleicht auch schon gelesen. Wer weiß, es ist hier ein bisschen ein vorbereitetes Video, aber ich mag den Stil von Corinna Bohmann. Ich mochte es bei der Frauen von Löwenhof-Reihe und ich bin da einfach sehr gespannt, was mich erwartet. Und wenn mir der erste Band gefällt, dann wird natürlich auch der zweite gelesen. Ich werde hier auch gar nichts groß zum Klappentext erzählen, weil ich mir den auch gar nicht groß angeschaut habe und freue mich dann, wenn natürlich auf den zweiten Band, um den dann auch zu lauschen. Und weiter geht es mit einem 13. Band und ich war total
verwirrt, als ich das so gesehen habe, denn es geht um mutige Frauen zwischen Kunst und Liebe von Sophie Benedict. Und ja, der 13. Band befasst sich mit Grace Kelly, und zwar Grace und die Anmut der Liebe. Und ich habe, glaube ich, schon ein oder zwei Bücher aus dieser Reihe gelesen, denn mir kommt so die Covergestaltung bekannt vor. Ich glaube, ich habe irgendwas von Picasso gelesen und ich weiß gar nicht, noch irgendein Band. Also ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass ich da in der Reihe schon mal so irgendwie drin war. Mich hat nicht jeder Roman dieser mutigen Frauen angesprochen, aber bei Grace Kelly, ja, da bin ich definitiv dabei. Denn es heißt so schön, 1950, gegen den Willen ihrer Eltern zieht Grace nach New York, um Schauspielerin zu werden. Sie taucht ein in das schillernde Leben der Kunst- und Kulturbohem und lernt als Frau in einer Männerdomäne auch immer wieder deren Schattenseiten kennen. Und doch gelingt es ihr, sich zu behaupten, denn ihr Leben ist geprägt von ihrem unbedingten Willen zur Emanzipation. Von den Eltern, den mächtigen Hollywoods, den gesellschaftlichen Erwartungen, die an sie gestellt werden. Grace schafft es, sich selbst treu zu bleiben und dennoch den Ruhm zu erlangen, von dem sie immer geträumt hat. Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere trifft sie den Mann ihres Lebens und muss sich entscheiden, ist ihre Liebe stark genug, ihr alles zu opfern und dem Filmgeschäft für immer Adieu zu sagen. Und ich mochte, zumindest erinnere ich mich wirklich sehr lebhaft an die Geschichte um die Frau von Picasso. Ich mag hier diesen leicht historischen Effekt. Es ist halt doch schon 70 Jahre her. Ich mag es, dass man so ein bisschen Ahnung hat von dem Charakter, von dem erzählt wird. Und auch von Grace Kelly habe ich auch schon zwei Biografien gelesen und auch die ein oder andere Doku natürlich verschlungen. Und ja, finde das super spannend und mag diese Idee von Fiktion und Realität und dieses wird ineinander so vermischt. Das gefällt mir tatsächlich ganz wunderbar. Und ich bin sehr gespannt auf die Geschichte und was uns so drumherum auch noch erwarten wird. Und ob es tatsächlich mit der Liebe dann auch endet oder ob dann auch so die weiterführende Geschichte noch ein bisschen erzählt wird. Und das letzte Buch erscheint dann am 26. Mai und ist eine Empfehlung vom lieben Phil, der in irgendeinem Video darüber geschwärmt hat, weil er es, glaube ich, jetzt auf Englisch liest oder ja, oder angefangen hat zu lesen. Und zwar ist es Mit dir für alle Zeit von Lisa Grunwald. Und ich fand schon in seinem Video das Cover super ansprechend und mochte dann auch, was er darüber erzählte und habe dann mich auch in den Klappentext verliebt, denn es geht auch ein bisschen um Zeitreise. Eine magische Liebesgeschichte, New York, 5. Dezember 1937. Weichenmechaniker Joe geht nach Feierabend durch die Grand Central Station und verliebt sich auf den ersten Blick in Nora. Eine sehr hübsche, doch seltsam altmodisch gekleidete Frau, die verloren unter der berühmten goldenen Uhr steht. Nach einem wundervollen Abend verschwindet sie jedoch spurlos. Und als Joe am nächsten Tag ihre Nummer wählt, informiert ihn ein Mann mit kühler Stimme, dass er Nora nicht sprechen könne. Sie sei vor 12 Jahren bei einem Zugunglück gestorben. Nora geht Joe nicht mehr aus dem Kopf. Und am 5. Dezember 1938 steht sie plötzlich wieder vor ihm, unter der goldenen Uhr der Grand Central Station. Hier ist sie gestorben. Und jedes Jahr kehrt sie für einen Tag zurück. Ihre Liebe hat keine Chance. Und dennoch wartet Joe fortan Jahr für Jahr auf sie. Gemeinsam suchen sie einen Weg, das Unmögliche zu schaffen, dass Nora für immer bei ihm bleiben kann. Und ich habe direkt Gänsehaut, meine Güte. Ja, dieser Klappentext, der haut mich tatsächlich gefühlt unglaublich um. Es ist ja eine Zeit, die 30er, es ist New York City und wir haben hier eine Frau, die eigentlich tot ist, aber immer wieder auftaucht. Wir haben hier eine Liebe, die ja scheinbar wirklich nicht möglich ist und trotzdem klingt es irgendwie hoffnungsvoll. Und ja, mir ist durchaus bei 1937, 38 bewusst, dass ein paar Jahre später ja irgendwie der Zweite Weltkrieg anfängt. Zum Glück war jetzt New York nicht so die Stadt, die es betroffen hat. Das ja, versuche ich da so ein bisschen auszublenden, aber ich finde es mega. Es klingt unglaublich gut und wenn die Geschichte nur ansatzweise das Gefühl hervorbringt, was der Klappentext geschafft hat, beim ersten Mal lesen und selbst jetzt wieder, also wirklich so ein Gänsehautgefühl, dann wird das einfach großartig. Es klingt einfach bombastisch gut und nach einer Art Zeitreisegeschichte, die einen wirklich vielleicht mal wieder packen kann. Und ja. Ja, so viele Bücher, so viele spannende Geschichten im Mai. Ich sehe schon,
Das muss mal irgendwie einen Lesemarathon geben, wo man an einem Wochenende dann mal 4 Bücher wegsuchtet. Weil sonst weiß ich gar nicht, wie so viele Neuzugänge gegebenenfalls zu rechtfertigen wären. Als müsste ich hier irgendwie. Aber ja, ihr findet alle Infos zu den Büchern unten in der Infobox. Ich habe sie euch da verlinkt. Schaut da gerne mal vorbei. Und jetzt bin ich natürlich auch neugierig, auf welches Buch im Mai freut ihr euch oder welche Bücher? Welches Buch hat euch aus dem Video jetzt angesprochen? Ist da was Neues dabei? Ist euch was Bekanntes dabei, wo ihr vielleicht selbst schon hingegen fiebert? Lasst mich das gerne wissen, lasst uns gerne in den Austausch kommen, würde ich mich super freuen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.